Zeug hält ist wieder hier. Heute vergleichen wir den China Böller D von Leslie und den Booster D von Panda. Ja, fangen wir an mit dem Booster D. Das ist der Böller. Ja, also sehr weich hier vorne, kann man noch gut eindrücken. Hier ist die Pulverkammer. Auch sehr. Hier hinten ist auch, wie man sieht, sehr eindrückbar. So an sich würde uns okay. Der Böller hat jetzt eine NEM-Anzahl von 2,56 Gramm, aber auch sehr viel rote Pest kommt da hinten raus. Hinten rote Pesterde. So. Nehmen wir uns mal den China Böller D von Leslie. Hier hat eine NEM-Angabe. Die Packung von 7,6 Gramm. 7,6 Gramm und ein ungefähr 1,89 Gramm. Und den Böller mal an. Oh, kommt auch ganz der Klumpen raus. Aber der ist sehr, sehr hart gewickelt. Pulverkammer auch nicht eindrückbar. Vorne auch sehr hart gewickelt. Auch hier rote Tonerde hinten auch. Ja. So von der Größe jetzt hier ist der Booster D ein bisschen größer. Vergleich wird dann folgen.